zu! Tötet den Geist! Khan ist tot, aber seine Armee ist noch hier. Unsere Heimat ist erst sicher, wenn sie vertrieben wurde. Wenn die Mongolen weg sind, was passiert dann? Ein neues Leben beginnt. Früher wusste ich, wie mein neues Leben aussehe. Jetzt weiß ich nicht mal, wer ich bin. Bring deinem Volk Hoffnung und den Mongolen Angst. Dann jagen mich die Samurai. Wenn jemand einen Samurai umstimmen kann, dann du. Kämpfe weiter. Wir können nicht lange bleiben. Mein Onkel wird nach uns suchen. Nein, wird er nicht. Nach dem Kampf schickt er einen Boten. Mit einem Friedensangebot? Er will dich treffen. Am stillen Wasser unter dem rotblättrigen Baum. Der Omi-See. Als Kind hat er dort mit mir trainiert. Soll ich mitkommen? Ich muss alleine gehen. Er ist meine einzige Familie. Ich weiß. Es tut noch weh, an Taka zu denken. Sein Haar, das immer nach Qualm roch. Sein leises Lachen.
wie er geschimpft hat, wenn ich zu viel trank. Mein Leben lang war ein Teil von mir. Und jetzt bin ich allein. Du bist nicht allein. Du hast mich. Einen Geist. Du gehörst doch allen. Fürst Shimura ist nicht hier. Ich warte am Dock auf ihn. Jin. Onkel. Ich war nicht sicher, ob ihr kommt. Ich wollte mit euch reden. Arbeiten wir zusammen, können wir die übrigen Mongolen vertreiben, unsere Heimat wieder aufbauen. Das ist nicht eure Sache. Der Shogun hat den Sakai-Clan aufgelöst. Von heute an seid ihr nicht länger Samurai. Ich habe alles geopfert für mein Volk. Und ich würde es wieder tun. Neue Samurai kommen als Ersatz für die Verlorenen. Sie übernehmen Land und Anwesen. Ich muss meinem Heim Lebewohl sagen. Reitet mit mir. Bleibt ihr, der Jito von Tsushima? Ja, der Shogun bat mich, seine Krieger auf die Mongolen vorzubereiten. Gut. Sie geben erst auf, wenn sie ganz Japan erobert haben. In den Jahren, die mir noch bleiben, werde ich das zu verhindern suchen. Ich hatte gehofft, wir könnten das gemeinsam tun, als Vater und Sohn. Ihr könnt wieder heiraten. Eine neue Familie gründen. Ja, das ist wohl wahr. Sieht aus, als brauchte er Hilfe. Ihr da,
Lasst uns helfen. Macht euch keine Umstände, meine Herren. Unsinn. Das schafft ihr nicht allein. Ihr seid viel zu gütig. Der Schlamm ist dicker, als man meint. Der Wagen ist schwer beladen. Wo wollt ihr hin? Yogaku, die Armee des Geistes ist dort oben. Er hat eine Armee? Nicht gehört? Sie segeln mit einem Sturm im Rücken Richtung Mongolensteppe. Dort brennen sie alles nieder. Äußerst beeindruckend. Mehr kann ich Ihnen nicht bieten. Ich hoffe, das hilft. Dann lasst euch nicht aufhalten. Danke, meine Herren. Yogaku ist weit von hier. Haltet euch vom Morast fern und den Mongolen. Werde ich. Ich weiß nicht, wovon er da redet. Nicht hier. Folgt mir. Keine Armee. Jeden Tag schließen sich mehr Menschen eurer Sache an. Der Shogun ist besorgt. Ich bin besorgt. Ihr habt nichts zu befürchten. Wenn die neuen Clans ankommen, wird das Volk ihren Samurai folgen oder sie im Namen des Geistes betrügen. Das lasse ich nicht zu. Sie hören auf mich. Habt euch mir widersetzt, Jin, mein vertrauenswürdigster Krieger. Ihr habt unser Volk gelehrt, seinen Anführern zu trotzen. Weshalb glaubt ihr, eure Anhänger würden euch gehorchen? Genug geritten. Kommt mit mir, Jin. Wie ihr wünscht. Der Friedhof meiner Familie. Die Ruhestätte von 7 Generationen von Sakai. Darunter eure Mutter. Und mein Vater. Wir müssen ihnen Ehre erweisen. Das wird mir fehlen. Mir auch. Der Shogun hat euch zum Verräter erklärt. Er befahl euch, mich zu töten. Der Geist ist gesetzlos. Er lehrte das Volk, den Anführern zu trotzen. Sich zu Wehr zu setzen. Mit Gift etwa? Ein Geschenk, das ihr dem Feind gab. Ich musste verhindern, dass unsere Leute sinnlos sterben. Ihr habt keine Ehre. Und ihr seid ihr Sklave. Ihr wart mein Sohn. Jetzt muss ich die Shimura-Linie ohne euch fortführen. Eine neue Familie gründen. Und mein Kopf ist der Preis. Ihn zu nehmen ist meine Strafe. Unser letzter gemeinsamer Tag. Wunderschön. Es ist Zeit.
schreibt die letzten Worte des Sakai-Clans. Und des Shimura-Clans. Ein Schicksal, das keiner will. Kampf ohne Hoffnung. Eure Eltern sind immer bei euch. Ja, Onkel. Ich lehre euch. Ihr werdet zum stärksten Krieger des Sakai-Clans. Ich nehme euch auf wie meinen Sohn. Bereit? Ich bin bereit. Ich will euch nicht verletzen. Zugefügt habt, heilen niemals. Wenn ihr mich tötet, werden sie nur schlimmer. Lasst mich in Frieden gehen. Ihr wollt Rache für mein Versagen. Dies ist nicht meine Rache. Es ist... Ja.
ehrt mich mit dem Tod eines Kriegers. Die Welt wird sich an euch erinnern. Als großen Krieger, weisen Anführer. Und als Vater. Hab Dank, mein Sohn. Findet mich im nächsten Leben. Was werde ich? いつの日ぞ我が身真実となるはいつの日ぞ。
Chin. Mir gefällt dein neues Zuhause. Passt zu dir. Es muss genügen, nun da der Sakai-Clan fort ist. Und ich als Verräter gelte. Ich weiß von deinem Onkel. Es tut mir leid. Er ist tot. Ich tat, was ich musste. Was zählt, ist, dass du lebst. Du hast Khotun Khan besiegt und den Mongolen den Anführer genommen. Das Festland ist sicher. Aber unsere Heimat nicht. Die Truppen des Khan sitzen hier fest und wollen die Insel mehr denn je erobern. Dann sollten wir weiterkämpfen. Aber vergiss nicht. Tsushima braucht dich. Das vergesse ich nie. Gut. Wir teilen uns auf, so erreichen wir mehr. Greifen die Mongolen von allen Seiten an. Retten unsere Heimat. Leb wohl, Jin. Und pass auf dich auf. Das werde ich. Du auch, Yuna.